Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Victoria 3. Wir sind immer noch im Tutorial Let's Play mit Schweden slash Skandinavien und müssen hier gerade mal den Kongo platt machen, was ein bisschen bedauerlich ist, aber irgendwie, naja, so kommen wir ja sonst nicht vorwärts. Ja, ansonsten ist hier eigentlich nicht viel zu tun, ne? Wir warten jetzt hier darauf quasi, dass wir den Kongo platt machen und zeitgleich, dass wir das hier alles erobern. Jaka, das ist noch das letzte Stückchen, was hier fehlt. Und dann ist, glaube ich, nicht mehr viel zu tun, außer mal eben 45 Jahre vorspulen. Oder 50, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich glaube, bis 35 müssen wir machen, oder? Kann das sein? Und dann haben wir, warte mal, hier steht das doch. Ja, bis 1935, machen bis Ende 1935. Und dann haben wir gewonnen. Dann müssten wir sogar zwei Achievements kriegen. Einmal, dass wir durchgespielt haben. So, Äquator ist abgeschlossen. Die ehemalige Kolonie ist ein richtiger Staat. Glückwunsch. Aber das macht das hier leider noch nicht fertig, ne? Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Luba. Ja. Was wollte ich denn jetzt gesagt haben? Kolonisierung. Vielleicht müssen wir notfalls nochmal mit Great Britain kämpfen. Na, wir werden das schon hinkriegen. So, Kuba verliert hier also. Entsprechend werden wir die jetzt gleich eingenommen haben. Jaka wird dann hier weiter kolonisiert. Walfangindustrie abgeschlossen. Die Walfangindustrie wurde erfolgreich abgeschlossen. Okay, offensichtlich weiß ich jetzt aber auch nicht, was das war. Manchmal haben wir irgendwas hier abgeschlossen, was wir noch gar nicht gesehen haben. Ist einfach aufgeploppt und wieder zurückgeploppt. Oh, guck mal, wir haben minus 5%. Das ist ja interessant. Eieiei. Okay, was haben wir denn hier? Ein gefährliches Geschäft. Die Effizienz unserer Walfängeranleger in Nordnorwegen aufrechtzuerhalten, hatte leider einen äußerst gefährlichen Nachteil. Der Tod begleitet unsere Walfänger auf fast jeder ihrer Reisen. Krass. Es ist ein hoher Preis, den es zu zahlen gilt, doch der Gewinn ist ebenso hoch. Adolf Tingsten? Wer ist denn Adolf Tingsten? Ah, jetzt kommen wir hier wieder nicht in das Dings rein. Commodore, ah ja, okay. Der bekommt und die Sterblichkeit für Walfänger, Angestellte im Walfang. Walfängeranleger, da ich als. Ja, das machen wir doch mal. So. Ich wusste gar nicht, dass wir Walfänger haben. Also Walfanggebäude. Sind das dann diese hier? Schwefelminen, Kaffeeplantagen, Baumwollplantagen, Tee. Walfänger, Walfängeranleger. Ja, hier, guck mal. Hier ist mal alles ein bisschen besser. Irgendwas haben wir da besser gemacht. Ach, hier gibt es noch was. Die diplomatische Rundreise. Die herrschende Interessensgruppe, angeführt von Emanuel Christemat, vom charismatischen Oberhaupt, ah ja, hat eine Werbereise arrangiert. Die Entscheidung, ob man sich auf das In- oder das Ausland konzentrieren soll, in letzter Minute gefällt werden. So, wir bekommen eine Interessensgruppenzustimmung. Ja, warum eigentlich nicht? Skyline hält diplomatische Rundreise für 5 Jahre und 10% Einfluss. Einfluss haben wir genug, dann nehmen wir das hier. Die folgenden Kriegsziele wurden in Kuba durchgesetzt. Kolonisierungsrechte. Herzlichen Glückwunsch. Na, Verwüstung, auch blöd. Alle nette Jod hier. Gut, jedenfalls sind hier erstmal unsere Armeen wieder da, wo sie hingehören. So, jetzt haben wir das hier gleich eingenommen. Ich würde mal sagen, dann müssten wir das hier geschafft haben. Das heißt, wir müssen dann nur noch das Enddatum erreichen. Und da weiß ich tatsächlich nicht so ganz, ob ich das einfach durchlaufen lassen soll oder ob ihr da mitgucken wollt oder wie wollen wir das denn da machen? So, Marinebasis erweitern, Schiffswerften erweitern. Wir erweitern mal hier die Schiffswerften ins Feuerland, ja.
Und in Jutland. Und in Skelne auch nochmal. Und in Norland auch. So. Starten in Aufruhr, hohe Spannungen. Niedriger Marktzugriff, das sollten wir vielleicht mal machen. Niedriger Marktzugriff bedeutet meistens dann, das hier die Infrastruktur. Ne? Da müssen wir nämlich dann mal eine Eisenbahn bauen. So, das war einmal das Güterland. Und hier das Ganze in Norland auch nochmal. Klick, klick. So, haben wir den Posten schon mal weggemacht. Umkämpfte Regierung. Das sehe ich jetzt gerade nicht so. So, das mit dem mit der Ausstellung läuft irgendwie nicht so gut. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei Minus irgendwas. Ist bedauerlich, aber naja. Spanien hat Rivalität zu uns erklärt. Die Haltung von Spanien ist feindselig. Was? Was ist denn da los? Hier versuchen wir aber gleich mal zu verbessern hier. Feindselig. Militärisch bedrohliche Nachbarn. Naja gut, nicht ganz unrecht, nicht wahr? Nicht ganz unrecht. Wie stehen wir denn militärisch da? Ist nicht so richtig gut, ne? 100 nur. Aber bevor wir das angehen, gucken wir uns das Thema an. Die letzten 50 Tage laufen. Und dann sollte das da oben rechts mit dem Staat kolonisieren abgeschlossen sein. Ich bin sehr gespannt. Wir sind eine Mittelmacht. Ach, da könnten wir natürlich auch nochmal gucken. Was könnten wir denn machen, um das mal ein bisschen nach oben zu bollern? 200, naja, 100, 170 müssten wir. 170 Punkte, das ist natürlich auch eine Hausnummer. Skandinavien hat U-Boote erforscht. U-Boote, warte mal, haben wir hier irgendwo U-Boote, Tiefenverteidigung? Ach, ich weiß schon. Wir wollten das jetzt hier machen, um die Flugzeuge zu erreichen, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob das dann bedeutet, dass wir das Achievement bekommen, als erster Flieger steigen lassen. Oder ob das nur bedeutet, dass wir die dann bauen können. Na, wir schauen mal. Und wer dann die zuerst baut quasi. Wobei wir natürlich schon eine ordentliche Sache hier am Laufen haben. Also eine ordentliche Produktion. So, 8 Tage. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt hier ausreicht. 2, 1 und? Nö, auch nicht. Aber warte mal, hier fehlt noch ein ganz kleiner Rest. Oh nein, hier fehlt noch ein ganz kleiner Rest. Okay. Gut. Dahomey, nicht ein Verteidigungspakt. Das lehnen wir mal geschmeidig ab und sagen, vielen Dank, aber nein. Aber so gar nicht. Gebäude. U-Bahn, Hafen. Moderner Hafen, Industriehafen. So. Marinebasis. Panzerschiffe, Turmschiffe. Panzerschiffe. Naja, das lassen wir vielleicht erstmal alles so, wie es ist. So, jetzt aber, komm. Kolonisierung. Die Kolonie ist jetzt ein richtiger Start. Und das reicht hier immer noch nicht aus. Hoppala. Vulkanisierung freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch. So, das hätten wir jetzt. Das reicht immer noch nicht aus. Gut, Strategieregion gibt es und Staatsregion weiß ich jetzt aber auch nicht. Staaten, das muss doch ausreichen. Guck mal, die haben wir doch hier. Ja, wobei so richtig weiß ich auch nicht, ob das... Hm.
Hier ist noch ein bisschen, oder es zählt das noch nicht? Eine ganze Staatsregion kolonisiert haben. Also was ist denn eine Staatsregion? Das finde ich ist eine Staatsregion, oder nicht? Warte mal, hier haben wir doch so ein... Handkurbel-Gatling, ist ja gut. Plus 5% Tötungsrate. Ach du Heiliger, echt jetzt mal. Oh, und wir haben ein bisschen Abschluss hier bekommen. 2%, wir wissen aber nicht genau warum. Nun gut, egal. Gräben. Ich überlege gerade, ob das hier das ist. Also ob man hier sagen muss. Spannung ist instabil, dezentral macht. Ob wir die auch noch hier alle erforschen, erdingsen müssen. Aber ich meine, das haben wir ja hier auch schon. Ach nee, warte mal, das hier zählt gar nicht, weil ich sehe gerade, hier ist der Kongo auch noch dabei. Ach du heiliger Bimbam. Okay, das heißt, wir müssten den Kongo, warte mal eben. Wir müssten den Kongo. Ach, hier, die sind mit Preußen unterwegs, das ist uncool. Also, wir könnten den Kongo militärisch einnehmen. Dann wäre das nämlich, das gehört hier dazu. Guck mal, Bas-Kongo. Ihr seht das hier. Das hat man nicht gesehen. Das ist eine ganz kleine gelbe Linie. Aber das zählt dazu. Bedauerlich, bedauerlich. Das heißt, das wäre jetzt the way to go. Und hier hätten wir zum Beispiel auch eine Dezentralmacht. Also das müssten wir hier noch alles einnehmen. Gut, da sind wir noch ein paar Tage beschäftigt. Dann gucken wir doch noch mal ganz schnell, ob unser Kolonialamt... Ja, das ist auf Maximum. Irk. Ja, ihr seht das, wenn wir das hier mal anklicken, dann geht das hier runter. Das haben wir tatsächlich auch alles schon. Wir müssen halt dann den ganzen Krempel hier einnehmen und den hier auch noch extra. Und wir machen hier auch noch rum und das brauchen wir gar nicht. Aber wir können denen das leider nicht sagen. Ach, wie ärgerlich. So, eine Fabrik in Seeland wurde von gewaltigen Kesselexplosionen. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Ehrlich gesagt ist mir das egal. Landbewohner, Gewerkschafter. Die hier mal. Ach, wie ärgerlich. Das heißt, das zieht sich jetzt hier noch Ewigkeiten hin, ja? Wie blöd, wie blöd, wie blöd. Naja, gut. Was macht er denn da oben? Lubanisch-Kasai. Und was ist das hier? Lubanisch-Kongo-Orientale. Also richtig, der macht einfach nicht da, wo er soll, oder? Okay, offensichtlich können wir das nicht beeinflussen. Gucken wir nochmal auf unseren Markt. Was haben wir denn da? Sind wir schon durch mit allem? Ja, tatsächlich. Kunststoffwerke. Was können wir denn sonst noch tun? Also ein bisschen Holz können wir mal machen. Holzfällerlager erweitern. So, bam, bam. Oder was war das denn jetzt? Was ist denn das denn verschwunden? So, hier können wir auch nochmal was machen. Und hier können wir nochmal ein paar... Ach so, ja, die sind verschwunden, weil das Maximum erreicht ist. Ich verstehe. Oh, 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 okay. So, hier müssen wir auch nochmal ran.
Stahlwerke. Island, auch schön. Die haben aber nur noch 3 Mitarbeiter. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Okay, haben wir wieder für ein bisschen Produktion gesorgt. Und hier möchte Preußen einen Handelsvertrag. Das nehmen wir mal an. Das ist immer cool, wenn man mit den Großen vielleicht ein bisschen handeln kann. Ne? Sagen wir mal. So, und hier sind wir bei 3% des... Wir können natürlich nochmal gucken, hier in den Kunsthochschulen, was wir da nochmal reinhauen. So, hier in Norland zum Beispiel 2 Stück. Ach komm, machen wir gleich 3 Stück, warum auch nicht. Hier können wir nochmal 3 machen. Jutland hat auch noch keine. Großbritannien hat Kongo Orientale. Was? Hoffentlich nicht hier in unserem Kram. Ich flipp aus, sonst werde ich recht sauer. So, Hauptforderung. Da machen wir mal Neutralität. Das interessiert uns gerade nicht. Ich sag's dir, Freundchen, wenn du hier irgendwas... Äquator, ja. Wehe, du versuchst hier irgendwie einen Punkt rauszuschlagen. Dann werde ich aber sauer. Aber richtig hart. Okay. Gut, aber sieht jetzt erstmal so aus, als würde das laufen. Ein bezauberndes Souvenir. Skandinavien erhält 15% wöchentlicher Innovationszuwachsmultiplikator. Ach du heiliger Bimbam. Ist eigentlich, glaube ich, egal, ja. Das ist das Gleiche. Möchte einen Handelsvertrag. Das lehnen wir mal ab. Wir sind mit euch gerade nicht so zufrieden. Ihr solltet... Ach, macht doch hier unten weiter. Was ist hiermit? Warum wird das hier nicht mehr gedingst? Interaktion können wir alles nicht machen. Also das hier ist gerade für mich spannender als in meinem eigenen Land. Ich weiß gar nicht, was da oben so los ist. Ich habe schon ewig nicht mehr reingeguckt. Aber wie gesagt, ist auch nicht so interessant für mich. Ich interessiere mich dann wirklich mehr dafür, was hier abgeht. Dieser Junge, diese Kolonisierungseinheit hier, muss halt den ganzen Kram jetzt hier aufarbeiten. Nicht so viel ist es mehr. Das ist hier nur noch dieses Stückchen. Und die hier halt hier in Kuba. Ah ja, jetzt ist er hier wieder dran. Okay, alles klar, offensichtlich... braucht es da ein bisschen was. Gut, ich habe das Gefühl, dass wir uns so langsam... Machen wir noch ein bisschen schneller. Ich glaube, so langsam nähern wir uns tatsächlich dem Ende dieses Let's Plays. Was, finde, nach über 50 Folgen, ich glaube über 50 mittlerweile, doch auch in Ordnung ist. Ja. Das finde ich gar nicht so schlimm. Und ich meine, es passiert ja jetzt auch gerade nicht mehr so richtig viel. Portugal Katanga. Dass mir hier bloß keiner dazwischenfunkt, ne? Da bin ich mich richtig sauer. Wir machen die Räume langsam enger. Dampfkessel, Explosion haben wir jetzt schon 8 Mal, glaube ich, gehabt. Die Industriellen. Ja, kriegen nochmal einen dazu. Oder die Landbewohner. Machen wir mal die Landbewohner diesmal. Gummi in Kasai entdeckt. Ja, das ist bedauerlich. Ich meine, natürlich schön. Migrationsanziehung oder Migrationsanziehung. Ja. Ich glaube, das hier wird nichts mit der Vorfreude auf die große Ausstellung. Die große Ausstellung hat jetzt nur 3% Fortschritt. Das ist nicht so. Das ist jetzt nicht so viel. Aber wir haben tatsächlich auch nicht so richtig viel dazu beigetragen. Ne? Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, ich sag mal so, mit uns geht es finanziell ganz gut. Ich glaube, der Markt ist auch in Ordnung. Könnte halt gucken, ob wir das... Guck mal, das BIP ist halt massiv nach oben gestiegen.
Was haben wir denn da? Sehr viel teurer. Die Schiffswerften erweitern. Na, ist doch kein Problem. Dann machen wir das doch mal eben. Schön. Öl in westindische Inseln entdeckt. Hervorragend. Niedriger Marktzugriff in Jutland. Hier müssen wir dann ein paar Eisenbahnen bauen. Ich finde es gut, dass man also mit der Zeit ein bisschen eine Idee kriegt, was da eigentlich passiert. Wahl in 105 Tagen. Hoppala. Hier, die Intellektuellen haben sich mit den Landbewohnern in einer Partei zusammengeschlossen. Dann kriegen die ein Drittel. Das ist schon gar nicht so schlecht. So, hier Neutralität. Und hier Dinka Neutralität. Kampagnenfinanzierung. Oh, Pause, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell hier. Regierungsausgaben. Uiuiui. Ja, die faschistische Partei kriegt mal einen drauf. Ist denn hier die faschistische Partei? Naja, die Religiösen und die Kleinbürger. Ah, ist nicht schlecht. Die haben 33 Millionen Leute hinter sich. Das ist schon ordentlich, aber wie ihr sehen könnt, auch egal. Denn wir haben einfach viel mehr Macht hinter uns. Das ist doch super. Ich bin mal gespannt, wie das mit den anderen Let's Plays wird. Deutschland haben wir jetzt schon, also Preußen Deutschland haben wir ja schon. Schweden haben wir jetzt schon gemacht. Italien haben wir schon gemacht. Das ist wirklich auch Spaß. Ne? So, Übersicht. Regierungsumbildung brauchen wir eigentlich nicht. Ne? Wir belassen das eigentlich so, wie es ist. Bei 58. Da haben wir die Gewerkschaften mit dabei. Wir haben hier genug. Die Intellektuellen führen also so deutlich. Leider ist der Emanuel Christensen immer noch da. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die überhaupt abtreten können. Wenn das einer von euch weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben, dann weiß ich das. Oder am besten mal auf den Discord-Server kommen und mir dabei helfen und mir einfach eine Rückmeldung geben. Ob das so ist. Warte mal, wir machen mal eben hier bei den Gebäuden. Bei den Kasernen will ich nochmal upgraden. Mache ich deswegen jetzt. Zum einen, weil wir die Bauressourcen haben und zum anderen, weil sehr gut, weil wir unseren Rang damit ein bisschen erhöhen können. Wir haben militärisch quasi, müssen wir echt ein bisschen aufwarten. 895 nur noch. Okay, na gut. Macht jetzt auch nicht so die Kohle unbedingt fett. Die Frage, die wir uns ja alle noch stellen, ist ja, ob wir trotzdem das Achievement bekommen, wenn wir am Ende sind, auch wenn wir den Staat nicht kolonisiert haben. Das wird ja ein Spaß werden. Aufzüge freigeschaltet. Wie sieht es denn da bei uns aus? Wir machen die Militärflugzeuge. So, wo sind die denn? Die sind bei Militär wahrscheinlich, nicht wahr? So, wo sind die denn hier? Und Offizier hier oben sind die. Militärflugzeuge. Schaltet Luftaufklärung in Kasernen frei. Panzerfahrzeuge, Tiefenverteidigung. Ha, müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen mit den Fliegern. Sonst müssen wir tatsächlich nochmal oben nach. Hoppala, das wird ja ganz schön. Kasernianischer Aufstand. Immer ein bisschen blöd. Fahren wir noch mal ganz kurz da runter. Das hält halt jetzt nur auf. Das ist halt ein bisschen blöd, ne? Okay, haben wir schon. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier oben stehen geblieben. Alles noch im Griff. Sehr gut. Hier müssen wir hin. Und zwar wollte ich hier mal hingucken. Und dann mal gucken, ob wir irgendwas bauen können, was wir noch nicht gesehen haben. Munitionsfabriken, Kraftwerke.
Sowas wie Flughafen oder sowas. Hafen. Bausektor, Eisenbahn, Marinebasis, Einbuchungszentrum, Substitutionsweiden, haben wir immer noch 48, what the heck. So, wir werden einfach hier mal ganz kurz ein bisschen ausbauen. Wolkenkratzer können wir nicht mehr machen. Na gut, ist ja bedauerlich hier. So, Lebensmittelfabriken können wir mal bauen. Okay, und Waffenfabriken können wir auch mal bauen. Aber eigentlich will ich natürlich hier... Weiß ich nicht genau. Hier, oh, das geht mir ja ziemlich auf, die Sand, auf den Sender hier. Warenzufuhrknappheit. Opium. So, machen wir das mal weg jetzt hier. Die größte Ausstellung. Nach monatelanger Vorbereitung wurde die Ausstellung endlich eröffnet und wird als eine der größten Ausstellungen unserer Zeit in die Geschichte eingehen. Juhu! Und die Statue haben wir aus dem Meer gezogen und in der Nähe des großen Brunnens aufgestellt. Sie hat noch immer Wasserflecken. Wenn Sie es wagen, durch dieses Glas zu schauen, meine Liebe, könnten Sie die verlorensten Konstellationen sehen. So, wir bekommen 100 Prestige. Da, fuck. 100. Jetzt fehlen ja nur noch 80. Ach komm, die heben das auch immer an. Immer wenn wir da irgendwie drankommen, heben die das wieder an. Aber es ist wirklich gut zu wissen, dass man das machen kann. Und wenn man da irgendwie wüsste, was man tun könnte, um mehr Punkte zu kriegen. Ja, das wäre natürlich schon sehr hilfreich. Oh, ich sehe gerade, ja, das sind wir ja jetzt, das sind wir ja wirklich gleich ganz nah dabei. Guck mal hier. Also jetzt muss das aber funktionieren. Na klar. So, bitteschön. So, diese beiden hier noch. Also noch 90 Tage, dann haben wir das erreicht. Und dann beende ich erstmal die Folge. Ich hoffe, dass der jetzt nicht irgendwo anders hinspringt und irgendeinen anderen Kack macht. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ob da jetzt wirklich... Da müssen wir wirklich mal schauen, wie wir das hinkriegen. So, guck hier, das letzte Stückchen. Alles andere haben wir wirklich. Ja, alles andere ist in unserem Land. Also das muss es jetzt sein, um das hier hinzukriegen. Genau, und wenn dann keine andere Aufgabe mehr aufploppt, dann würde ich vielleicht denken, fahre ich nur noch zum Enddatum hin? Ich weiß es nicht so genau. Komm, noch 7 Tage. Los geht's. Eigenes Gummi. Ja, wir haben es geschafft. Es ist verschwunden. Start kolonisieren abgeschlossen. Der wurde erfolgreich gemacht. Hervorragend. So, das heißt, wir können uns da auf jeden Fall jetzt mal zurücklehnen und ein bisschen entspannen. Und das mache ich jetzt auch mal. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Seht mal zu, dass ihr euch die anderen Videos auch noch anguckt. Und falls es jetzt schon... Ne, warte mal. Es geht noch nicht los mit Frankreich. Das mache ich erst nächste Woche. Also nächste Woche könnt ihr mal loslegen mit Frankreich. Das wird spannend. Macht's gut. Bye, bye.